Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start. Und heute will ich euch ein bisschen Hoffnung bringen für alle Schizophrenen, die meine Videos schauen. Und zwar, ich bin jetzt schon seit, sagen wir mal, 2016 schizophren, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall mit 18 bin ich schizophren worden. Und es hat sich zu einer chronischen Erkrankung entwickelt. Das heißt, es ist so in mein Gehirn übergegangen, dass das schon so tief verhackt ist, dass man glauben könnte, ich werde jetzt für immer Stimmen hören oder Halluzinationen oder Wahngedanken haben. Aber ehrlich gesagt kann ich euch gute Nachrichten bringen, und zwar, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich nehme meine Medikamente. Meinen letzten schlimmeren Rückfall, also richtig Orgen, den schlimmsten vielleicht sogar, habe ich 2019 gehabt. 2020 war ich dann richtig am Boden zerstört, Minuslevel unterwegs, und jetzt baue ich langsam mich selbst wieder auf. Ich habe so gut wie keine Wahngedanken mehr. Hin und wieder habe ich noch so ein paar Trigger, die was immer auslösen, aber das wird immer weniger. Und ich habe jetzt erst mit meiner Fachärztin für psychiatrische Erkrankungen, hat man gesagt, das sind wahrscheinlich jetzt noch die Restsymptomatiken, so wie sich so schön nennen. Und das Gute ist, ich sehe es nicht mehr als Stimmen, externe. Ich habe es zwar immer in meinem Kopf gehört, ich meine, früher habe ich es auch von außen ein bisschen gehört, dass andere Leute über mich geredet haben und so, im Negativen halt, aber das habe ich fast so gut wie gar nicht mehr. Und ja, meine Ärztin hat gesagt, das kann man sich wie ein Rad vorstellen, immer so. Auf jeden Fall, das Rad, das hat sich manifestiert, die ganze Erkrankung. Und mit den Stimmen, was ich jetzt schon als Gedanken identifiziere, das wollte ich vorher noch sagen. Auf jeden Fall ist es ein Rad, was sich jetzt quasi ausdreht. Es dreht sich ganz schnell, sagen wir mal, das psychotische Rad. Und jetzt tut sich halt ausklingen. Das kann noch mehrere Jahre dauern, aber ich bin jetzt gut auf Medikamente eingestellt. Ich mache das, was mir gut tut. Und ich werde den Weg auf jeden Fall weitergehen. Drogen habe ich komplett abgeschwört, außer ein bisschen Alkohol und so, aber easy, nichts Psychedelisches oder Chemisches, auch kein Gras. Und ja, es gibt also Hoffnung, sogar ich mit meiner chronischen Erkrankung kann es gut damit umgehen. Nächstes Jahr werde ich sehr wahrscheinlich wieder zum Arbeiten anfangen, das Jahr wird es nicht ausgehen. Falls ihr mehr davon wissen wollt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich sag's einfach jetzt, ich habe mich beim BBO angemeldet, das ist, weiß nicht, ob ich schon in einem Video gesagt habe, aber für psychisch Erkrankte zum Arbeitswiedereinstieg, und dort schaue ich, dass ich dann wieder richtig Gas gebe. Natürlich kommen jetzt auch wieder regelmäßig YouTube-Videos. Ich schaue, dass ich eins pro Woche rausbringe. Und ja, auf jeden Fall, es geht bergauf. Und nochmal genauer zu den Gedanken, weil das Thema finde ich richtig spannend. Und zwar, früher hätte ich gedacht, das sind Stimmen, die mit mir reden. Ich meine, die Gedanken reden immer noch mit mir. Aber ich erkenne, seit ich meditiere auch, was ich nicht unbedingt jedem empfehlen kann, das Meditieren. Weil wenn man in einer aktiven Phase ist, wo man richtig Stimmen hört, die böswillig sind, und wenn man sich dann hinsetzt und meditiert und auf die Atmung schaut und das Gehirn nicht Ruhe gibt und so und dann fertig macht, dann triggert, dann sollte man das auf jeden Fall lassen. Ich fange jetzt wieder an zu meditieren, habe eine kleine Pause gemacht. Mir persönlich tut es gut. Aber ich bin auch schon sehr weit in der Erkrankung und also in der Heilung. Und ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Auf jeden Fall wollte ich zu den Gedanken nochmal zurückkommen. Ich höre zwar immer noch das mit mir reden, aber ich merke immer mehr, dass das meine eigenen Gedanken sind. Ich sehe quasi den Funken, der den Gedanken zündet, und dass das von mir kommt und nicht von extern. Das ist alles im Kopf einfach. Und ja, ich identifiziere es halt immer mehr als meine Gedanken, das ist ein positives Zeichen. Ich schaue trotzdem, dass ich positiv bleibe und dass ich meine, weil ich habe ziemlich viele negative Gedanken früher gehabt, habe ich immer noch, aber ich trainiere meinen Mind jetzt darauf, dass er positiv denkt. Ich schaue immer, dass ich das Gute in einer Situation erkenne, und das hilft verdammt viel. Was ich jetzt auch wieder anfangen will, ist das 6-Minuten-Tagebuch, da gebe ich vielleicht ein Feedback, wenn ich es länger ausprobiert habe. Und ein Dankbarkeitstagebuch, was ich schon mal angefangen habe, aber ich will das wieder regelmäßig machen. Und da kann ich euch auch ein Feedback geben, ob es mir persönlich hilft oder so, aber nicht in den nächsten ein, zwei Wochen. Da will ich einmal schauen, ob es für mich funktioniert. Und ja, ich schaue vielleicht auch direkt wieder mehr Twitter, weil da war ich komplett faul. Und ja, ist ja jetzt egal.
es soll eigentlich das Video nur darum gehen, dass es Hoffnung gibt, auch für chronisch Erkrankte, weil viele Schizophrene haben ja einfach nur so ein, zwei Wochen Phasen, wo Stimmen hören und so, und dann ist das mit den Medikamenten weg. Und bei manchen wird es halt chronisch und die hören das dann immer. Aber wie schon gesagt, wenn man es nicht von außen hört, dann sind es in den eigenen Gedanken nichts eingepflanzt oder so ein Scheiß. Alles gut. Aber das Video wird jetzt, glaube ich, eh schon zu lang und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können wenigstens. Ich hoffe auch, dass ich schön in die Kamera reingeschaut habe immer, weil das muss ich auch lernen, dass ich da reinschaue. Weil es einfach sympathischer ist, wenn man die Zuschauer anschaut. Und ja, das war es eigentlich von mir. Gebt nie auf, bleibt stark, es wird besser. Man muss halt ein bisschen was dafür tun, aber man findet schon seinen eigenen Weg. Man muss einfach das finden, was für einen selber passt. Und mit diesen Worten will ich jetzt abschließen. Liebe Freunde, ich wünsche euch viel Gesundheit und Energie, dass alles gut wird. Und haut rein, Leute. Euer Wizard. Peace out. Halt, stopp! Sorry, liebe Leute, ich wollte noch kurz sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann haut ein Abo rein. Und schreibt, like das Video, gebt einen Kommentar, wenn ihr was wissen wollt. Ich bin für alle Fragen offen. Und ja, jetzt bin ich fertig. Okay, liebe Freunde, peace out.